Wenn ein Karl Geiger so ausgelassen jubelt, dann muss etwas Außergewöhnliches passiert sein. Skiflug-WM, Teamspringen, Vikersund, Norwegen. Dass die slowenischen Flugkünstler als klare Favoriten in den letzten Wettbewerb der WM gehen würden, war nach den Einzelergebnissen jedem klar. 234, 231, 229,5 und 222 Meter nach den ersten vier Springern lag Team Slowenien deutlich in Führung. Die deutschen Skiflieger Freund, Wellinger und Eisenbichler hatten im ersten Durchgang aber auch eine gute Basis gelegt für Karl Geiger. Karl Geiger hat den Vorsprung gegenüber Norwegen, den ihm die Kollegen mitgegeben haben, von 17 Metern. Also wenn er schon mal über die 200 kommt, über die rote Linie. Ab da ist alles Bonus. Nicht so hoch wie Lindwig eben. Ja, das ist ein bisschen anders. Ja, schön. Ja, toll. Sogar weit über die 200 und super, damit Norwegen richtig. Und den Weltmeister Lindwig in Schach gehalten. Ein ebenbürtiger Flug von Karl Geiger. 222 Meter. Er nimmt Lindwig sogar einen halben Meter ab und damit wird die deutsche Mannschaft, warten wir noch Stefan Kraft ab, aber aller Voraussicht nach auf dem zweiten Rang bleiben nach dem ersten Durchgang. Genau so war's. Das deutsche Quartett lag zur Halbzeit beim Team Skifliegen bei der WM in Vikersund auf dem zweiten Rang, knapp 14 Punkte vor den Österreichern und 21 Punkte vor Norwegen. Alle vier haben echt gute Sprünge gemacht und dass Slowenien eine Bank ist, das wussten wir davor und das haben sie jetzt auch, die haben keine Schwäche zulassen, deshalb, also ich bin mega happy und ich bin motiviert, dass wir nochmal so eine Runde machen können. Rein in den zweiten Durchgang mit Michael Heiböck, dem Österreicher. Der war im ersten Durchgang Zweitbester seines Teams, springt dieses Mal 213,5 Meter, setzt damit Severin Freund unter Druck, der Erste aus dem deutschen Quartett im Finaldurchgang. Und damit sind wir bei der Anfahrt von Severin Freund. Der weiß, wie es sich anfühlt zu gewinnen, nicht nur bei der Skiflug-WM, der auch 22 Weltcup-Siege stehen hat. Position war auch wieder gut im Anlauf. Komm, noch ein Stück kommen. Ja. Mithalten ist wichtig. Das ist jetzt eine knappe Sache. Ja. Wahrscheinlich die Österreicher sogar zumindest vorübergehend wieder vorbei an der deutschen Mannschaft. Nach der ersten Gruppe in Durchgang 2, Deutschland also auf dem Bronzerang. Weiter geht der Dreikampf hinter den Slowenen. Deutschland, Österreich und Norwegen kämpfen um Silber und Bronze. Neben reingekommen in den Flug. Das kann sich bitter rächen für die Norweger. Das ist wahrscheinlich zu wenig. Jetzt aber Andreas Wellinger. Mittelsektor war gerade zu viel. Oh, jetzt guck mal, jetzt sind wir schon bei 2 Meter im Hang. Also da ist eher Fallen angesagt als Fliegen. Hoffentlich lässt er sich da nicht rausbringen. Das wird sich ja ganz anders anfühlen. Ja, guck, da geht der Arm auch ein bisschen raus, aber die Fluglage hatte. Das ist das Wichtigste, jawohl. Und weit vor Norwegen, weit vor Tande. Er hat das ja selbst nicht, aber schau mal, fast 130 km unten. Das heißt, dass diese Position definitiv gepasst hat. Ich glaube, er weiß gar nicht, was das wert war. Das nächste Triell heißt Granerud der Norweger, Fettner der Österreicher, Markus Eisenbichler. Granerud fliegt auf 222 Meter und Manuel Fettner ebenfalls mit einem ordentlichen Sprung landet bei 217 Meter. Das bedeutete, Markus Eisenbichler musste mindestens 210 Meter weit fliegen. Daumen drücken für Markus Eisenbichler. Jetzt die Medaille absichern. Da muss er rüber über die grüne Linie. Ja, schafft er! Jawohl. Markus Eisenbichler! Vielleicht wirklich sein bester Flug im Verhältnis auch zu den anderen, die in diesem letzten Durchgang hat das nochmal gezeigt. Er hält die deutsche Mannschaft auf 1. Aber das wird natürlich gleich ein Finale. Ein Finale Furioso mit Lindwig, mit Kraft und Geiger, die alle sehr, sehr nah zusammen sind. Es wird für Geiger nur mit einem absoluten Weltklasseflug gelingen, die deutsche Mannschaft auf Medaillenkurs zu halten, auch wenn sie jetzt erstmal führen. Slowenien weiter auf Goldkurs. Der letzte Norweger ist Marius Lindwig, der Einzelweltmeister. Der fliegt und fliegt und fliegt auf 228 Meter, einem Weltmeister würdig. Toller Flug des Norwegers, der am Ende auch zu einer Medaille reichen sollte. Denn Stefan Kraft, der letzte Österreicher, Bronzemedaillengewinner im Einzel, fliegt auf nur 220 Meter, verliert 8 Meter auf Lindwig und damit auch den dritten Rang. Dann
Karl Geiger als Vorletzter. Karl Geiger muss nur 222 Fünf springen, aber er muss deutlich über die rote Linie. Oben trotzdem viel nach dem Absprung. Kommt er irgendwie durch? Irgendwie. Ja, nicht ins Hintertreffen kommen. Ja, und jetzt bringt das nach Hause. Karl Geiger! Silber für Deutschland! Sein bester Flug. Unten ein Gigant. Hat der das Ding unten runtergezogen. 238 Meter für Karl Geiger. Es war übrigens der weiteste Flug der gesamten Konkurrenz. Genau zum richtigen Zeitpunkt zeigt Karl Geiger seinen besten Sprung der gesamten Woche in Vikersund. Karl Geiger sichert der deutschen Mannschaft Silber. Es ist Silber wie in Planitza mit einem leicht veränderten Team. Jawohl. Freund dabei. Jawohl. Großen Anteil daran hatte Karl Geiger, der noch voller Adrenalin seinen letzten Sprung analysiert. Ich weiß auch nicht. Also ich habe gewusst, es ist relativ eng alles. Und der Weltmeister und der Bronzemedaillengewinner sind oben. Also ich brauche jetzt echt einen guten Sprung. Und ja, ich habe alles auf eine Karte gesetzt und also mal voll drauf gehalten. Und ich habe schon über mich gemerkt, so, er passt. Ein bisschen Luft runterlassen und dann ist er richtig abgegangen. Hinter den überragenden Slowenen, die auch im zweiten Durchgang das Maß aller Dinge im Skifliegen waren, dürfen Severin Freund, Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler und Karl Geiger über eine erhoffte, aber hart erkämpfte Medaille und den zweiten Rang jubeln. Titelverteidiger Norwegen wird Dritter. Mehr Videos zum Thema Wintersport findet ihr auf unserem YouTube-Kanal, nämlich hier. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dass ihr wirklich kein Video verpasst.